AWZ-Star Madeleine Kanyut. So geht's ihr nach der ersten Lipödem-OP. Endlich wieder glücklich. Madeleine Kanyut spielt bei Alles, was zählt, gute Laune-Fee Brigitte Schnell. Im echten Leben leidet sie aber jahrelang unter einer Krankheit. Lipödem macht ihre Beine dick. Nun sollen OPs ihrem Leiden ein Ende machen. Eine hat sie schon hinter sich. Diese Woche steht die zweite an. Bei mir wurde ja ein Lipödem entfernt. Und das ist eine, ich sage mal, eine Art von Fettabsaugung, die aber nichts mit dem optischen Bild zu tun hat, sondern die dazu dient, das krankhafte Gewebe, was ein Lipödem ist, zu entfernen. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern tut vor allem wahnsinnig weh. Doch schon die erste OP war ein voller Erfolg. Ich persönlich sehe einen großen Unterschied, wobei das ja darauf gar nicht ankommt. Ne? Also es ist ja, wie gesagt, es hat nichts mit der Optik zu tun, es hat damit zu tun, das krankhafte Gewebe zu entfernen. Aber selbst jetzt ist die OP eine Woche her. Selbst nach dieser einen Woche merke ich da schon einen großen Unterschied. Nur ein schlankes Erscheinungsbild ist es absolut nicht, was die Schauspielerin anstrebt. Das weiß auch ihr langjähriger Partner Christian Becker. Mein Freund, muss ich dazu sagen, ist so absolut gegen irgendwelche Schönheits-OPs. Ich habe ihm dann alles erklärt und wie das zusammenhängt. Und er stand hinter mir. Also er hat mich unterstützt und gesagt, wenn dir das gut tut, wenn das hilft, mach es. Und was ihr Freund gerne sieht, damit ist auch Madeleine selbst ganz zufrieden. Also manche Tage guckt man im Spiegel und denkt so, ach, ja, ist okay. Und manche Tage steht man dann vorm Spiegel und denkt so, boah, was sehe ich denn da? Nee, geht gar nicht. Also das ist, ich glaube, da geht es jeder Frau gleich. Ach, ich glaube, ich mag mein Gesicht eigentlich ganz gern. Ja, mein Kopf. Eine OP im November muss sie noch überstehen. Und dann sieht Madeleine sicher auch ihre Beine gerne im Spiegel.